Es ist immer wieder faszinierend, Menschen zu beobachten, die ihren Körper dazu bringen können, Unglaubliches zu leisten. Wir wollen Ihnen jetzt mal drei Meister Ihres Fachs vorstellen, Athleten. Und sie gehen an die Grenzen der körperlichen Belastbarkeit und sogar noch darüber hinaus. Seit Menschengedenken gehen wir an unsere Grenzen. Wir stehen in steter Herausforderung mit unseren Limits, im Wettbewerb mit unseren Kräften und Reserven. Der menschliche Körper ist ein Wunderwerk, komplexer als jede Maschine. Er funktioniert nur durch das Zusammenspiel seiner unzähligen Einzelteile. Gehirn, Muskel und Körperbau sind der Sportplatz, auf dem wir uns mit uns selbst messen. Drei Sportler, drei Disziplinen, drei knifflige Challenges. Welt der Wunder begleitet drei Athleten, die tagtäglich in Training und Wettkampf an ihre Körpergrenzen gehen. Doch wir pushen sie noch etwas weiter. Für uns versuchen sie, ihre bisherigen Spitzenleistungen zu toppen. Werden sie es schaffen? Also ich bin der Paul Gobinger, bin 16 Jahre alt, mache Leichtathletik bei 1860 und das ist ziemlich erfolgreich. Das sind Florian Sperr und sein Trainer Christian Koher. Florian will heute seinen Rekord brechen. Und jetzt wird es elastisch. Also mein Name ist Bernadine Madl, ich bin 18 Jahre alt, wohne in der Nähe von München und meine Sportart ist die rhythmische Sportgymnastik. Bei Pauls Disziplin, dem 100-Meter-Sprint, gilt es zunächst schnell aus dem Block zu kommen, um beim Laufen mit viel Kraft und langen kontrollierten Schritten ein hohes Tempo aufzubauen. Schritt um Schritt zieht ein Sprinter seinen Körper nach vorne. Wie der perfekte Sprinter gebaut sein muss, erklärt uns Sportwissenschaftler Christoph Näger. Er hat natürlich eine unglaubliche Schrittlänge, das heißt, er hat sehr, sehr lange Beine. Er hat optimale Hebelverhältnisse dadurch. Er hat perfekte Kraftfähigkeiten. Er hat einen sehr, sehr hohen Anteil an schnell zuckenden Muskelfasern und hat eine perfekte Koordination. Gerade die Beinmuskulatur steht natürlich beim Sprinter im Mittelpunkt der Betrachtung. In unseren Muskeln treffen wir auf schnell zuckende, hier weiß gezeichnet, und langsam zuckende Muskelfasern. Die schnell zuckenden Muskelfasern sorgen für die sogenannte Schnellkraft, die nicht nur für einen Sprinter enorm wichtig ist. Wenn ein Sprinter und ein Gewichtheber beim 100-Meter-Sprint gegeneinander antreten lassen würde, dann wären die auf den ersten 20 bis 30 Metern relativ gleich schnell. Das liegt einfach daran, dass ein Gewichtheber auch eine sehr, sehr hohe Schnellkraftkomponente besitzt. Doch es gibt auch noch andere Faktoren, die entscheidend sind. Das ist schon das A und O, dass man mental fit ist, dass man da überzeugt an die Hantel hingeht, an den Versuch hingeht, wenn man jetzt im Grenzbereich ist. Gewichtheben besteht aus zwei Disziplinen, dem technischen Reißen und dem technischen Stoßen. Beide Disziplinen bilden also den olympischen Zweikampf. Das technische Reißen. Der Unterschied zum Stoßen fängt bei der Griffbreite an. Es wird breit gegriffen und die Hantel muss in einem Zug nach oben gebracht werden. Florian muss dabei schnellstmöglich unter das Gewicht kommen. Aus der Hocke heraus drückt er danach seinen Körper und das Gewicht nach oben. Der Florian führt uns jetzt mal einen technischen Stoßversuch vor. Beim Stoßen wird der Griff enger gefasst. Das Stoßen besteht aus zwei Teilabläufen. Dem Umsetzen der Hantel auf die Schultern und dem Ausstoßen der Hantel über den Kopf. Wer meint, Gewichtheben sei reine Kraftmeierei, der irrt. Der Vorgang fordert äußerst schwierige technische Fähigkeiten von dem Athleten. Florian muss seine Schnellkraft mit den Füßen beim Ausfallschritt und den Armen exakt gleichzeitig einsetzen. So komplexe Bewegungen wie Reißen oder Stoßen, die schauen so leicht aus, aber wenn man das selber mal gemacht hat, das ist ganz schön schwierig und vor allem geht es da ja um Zentimeter. Wenn ich sozusagen ein Zentimeter falsch stehe unter der Hantel, dann kann ich das Gewicht nicht mehr tragen und dann schaffe ich auch das Gewicht nicht zu bewältigen. Der ideale Gewichtheber ist natürlich ein bisschen untersetzt von seiner Körpergröße. Ja, hat ideale Hebelverhältnisse, heißt kurze Arme, kurze Beine und dazu einen relativ größeren Oberkörper. Ja. Und er muss natürlich muskulös sein, ganz klar, weil wir brauchen ja Kraft. Und zwar Kraft durch Training. Unsere Muskeln bestehen aus einzelnen Muskelfasern. Durch den wiederkehrenden Vorgang aus Anspannung und Erschlaffung erfahren sie ihre Stärkung.
Kraft braucht auch Bernardin. Was hier fließend und leichtfüßig aussieht, ist das Ergebnis härtester Arbeit. Die Figuren und gymnastischen Elemente werden durch stete Wiederholung eingeübt und nach zu einer Kür zusammengesetzt. Absolute Beweglichkeit des Körpers ist dabei ein ultimatives Muss. Diese Beweglichkeit erreicht man durch Dehnübungen, die teilweise sehr schmerzhaft sind. Man muss die Zähne zusammenbeißen und alles geben, damit man auch Erfolg hat in dem Sport. Das ist ja in jeder Sport dazu. Aber gerade die Gelenke, wie hier Knie oder Sprunggelenk, stehen im Fokus der Belastung und gelten als sehr verletzungsanfällig. Also bei der rhythmischen Sportgymnastik ist vor allem Kraft, Flexibilität und koordinative Fähigkeiten sehr, sehr wichtig. Bisher habe ich auf 100 Meter eine 12,28 stehen. Und ich erwarte, dass ich dieses Jahr schneller bin, am besten unter die 12 komme. Meine persönliche Bestleistung ist 262 im Zweikampf, sind 112 gerissen und 150 Kilo gestoßen. Es ist ja üblich, dass man zwei Drehungen und eine Rolle macht. Und ich möchte eben heute zwei Drehungen und zwei Rollen schaffen unter dem Wurf. Und ich hoffe, es klappt. Jetzt gilt's. Die Konzentrationsphase ist für alle drei besonders wichtig. Wie bei allen Wettbewerbssportlern sind es auch die mentalen Fähigkeiten, also die Nervenstärke, die einen großen Bestandteil des Talents ausmachen. Auch Florian nimmt Position ein. Denk an reine Überlebensversuche. Erschwerend kommt hinzu, dass alle drei nur gegen sich selbst und ihre eigene Bestleistung in ihrer Challenge antreten müssen. Noch einmal tief Luft holen, rein in den Startblock. Entscheidend wird sein, wie Paul aus dem Block kommt. Der junge Athlet sagt selbst von sich, dass er seinen Start noch verbessern kann. Wir warten gespannt auf den Startschuss. Der Start scheint geglückt. Jetzt muss Paul Tempo machen. Und tatsächlich schafft er es, seinen persönlichen Rekord um einige Hundertstel von 12,28 auf 11,72 zu verbessern. Unter den strengen Augen seines Trainers steigert sich Florian nach und nach. Immer mehr Gewichte finden Platz an den Enden der Langhantel. 95, 100 Kilogramm reißt Florian ohne Probleme. Mehr Probleme scheint wiederum Bernardin mit ihrer Challenge zu haben. Das zugeführte Risikoelement ihrer Figur bereitet ihr große Schwierigkeiten. Ich glaube, es liegt daran, dass ich die zweite Rolle zu langsam mache. Das ist mein Eindruck. Schätze ich jetzt mal. So, ist jetzt Show für euch. Bestleistungsversuch, 152. Die Gewichtheber wollen es wissen. Florian geht die 152 Kilo an. Nie zuvor hat er dieses enorme Gewicht gestemmt. Wir können nur erahnen, was in ihm jetzt vorgehen mag. Er nimmt sich seine Zeit zur Konzentration, um im richtigen Moment explodieren zu können. Schade, der Gewichtheber ist nicht richtig unter das Gewicht gekommen. Doch er ist ein Kämpfer. In diesen Momenten ist er nicht ansprechbar. Schnell geht er nochmal die Bewegungsabläufe durch, fokussiert die Aufgabe. Und scheitert leider erneut an dem enormen Gewicht vor ihm. Doch trotzdem ist es eine imponierende Leistung, die der Athlet vollzogen hat. Bernardin gibt nicht auf. Im Gegensatz zum Gewichtheber gönnt sie sich viele Versuche. Wir haben Zeit, während sie es von der anderen Seite probiert. Und tatsächlich, bei der 27. Wiederholung und der 54. Rolle schafft sie es. Es waren gefühlte 1000 Versuche, aber jetzt habe ich es geschafft. Es gibt ja Wettkampftypen und Trainingstypen. Und ich bin halt eher Wettkampftyp. Das ist super, vor allem jetzt in der Aufbauphase. Wenn ich das jetzt schon schaffe, zeigt mir das, dass ich am Ende vom Jahr natürlich noch viel mehr möglich ist. Der menschliche Körper ist zu absoluten Höchstleistungen fähig. Höchstleistungen, die wir durch Training auch steigern können. Denn in uns steckt meistens mehr, als wir zu denken wagen.